Schreiberle, Bastelzeit. Ja, ist ja quasi noch Neujahr. Das heißt also, machen wir doch einfach mal was anderes. Und zwar einen kleinen Jahresrückblick. Ja, aktuell ist ja ohnehin nicht allzu viel mit Basteln. Ihr wisst ja wahrscheinlich, Lieferprobleme an allen Ecken und Kanten. Und ja, die aktuelle Pandemie macht es halt auch nicht besser. Also, gucken wir doch einfach mal, was gab es denn so in letzter Zeit hier auf dem Kanal im letzten Jahr? Oder, ja, Pi mal Daumen. Und ja, was ist aus den ganzen Projekten geworden? Existieren die Sachen noch oder hat es dann am Ende doch nicht so wirklich funktioniert? Und ich würde sagen, ich gucke einfach mal auf meiner Webseite hier, was so an Videos rauskam und dann gehen wir mal durch. Also, erstes Video 2021, das war hier GPIB mit USB-CDC. Das heißt, ich habe meine HP 3478A geholt. Und damit Python dann GPIB gesprochen, mit einem kleinen Adapter. Das heißt, also die Messwerte vom Gerät kommen in den PC. Ist auf jeden Fall etwas, was ich, wo ich sehr froh drüber bin, dass ich das Ding hier habe. Nicht, dass ich so Textspielereien wie jetzt hier im Bild machen kann. Aber ich kann halt schön die Messwerte auslesen, Diagramme zeichnen. Das hat schon ganz gut funktioniert. Aktuell ist es nicht angeschlossen, einfach weil ich an der Werkbank, wo die ganzen Messgeräte stehen, im Moment keinen PC stehen habe. Der ist, glaube ich, kaputt, müsste ich mal neu installieren. Ja, prinzipiell, ihr seht eventuell hier rechts am Rand, da ist noch so ein PM2534. Ich glaube, das war Philips oder sowas. Das hat auch GPIB, das würde ich auch noch gerne anbinden. Muss ich mal gucken, muss ich noch Software für schreiben. Dann hätte ich zumindest schon mal drei Multimeter. Ein viertes wäre noch cool, wenn ich das dran kriegen würde. Einfach um dann zum Beispiel Spannung und Strom am Eingang, Spannung, Strom, Ausgang von der Schaltung messen zu können und dann so ein bisschen Effizienzberechnung zu machen. Das ist aktuell noch ein bisschen komplizierter. Ansonsten immer mal wieder so am Gucken, ja, eventuell irgendein GPIB oder wegen mir auch USB oder Netzwerk. Netzteil wäre noch nicht schlecht. Prinzipiell habe ich hier zwar welche stehen, die das können sollen, aber die funktionieren nicht. Hey, könnte man mal ein Reparaturvideo zu machen, ne? Ja, also im Prinzip war das eine gute Sache und ist auf jeden Fall so noch im Einsatz, wenn ich es mal brauche. Wie gesagt, im Zweifelsfall dann halt am Laptop. Der ist zwar 418, gehen wir mal hoch. Lithium-Packs, mehrere Zellen, parallel Serial Balancing, benutze ich natürlich die ganze Zeit. Das war ja mehr so ein Theorievideo. Was kann man denn überhaupt so damit machen? Das ist aber auf jeden Fall auch etwas, was ich einsetze. Die Packs, die man da sieht, wir sehen, was haben wir denn hier überhaupt? Hier oben, das sind diese Standard TP4056, die Ladeboards, klar, die nutze ich überall. Auch die, vor allen Dingen hier die längeren, weil die Protection mit drauf haben. Das heißt, die schalten die Akkus ab, wenn entsprechend die Spannung zu niedrig wird, um den Akku da zu schützen. Habe ich im Prinzip an vielen Stellen im Einsatz. Ich bin jetzt gerade am gucken. Ich glaube, hier liegt jetzt ausnahmsweise keins, außer halt mein Audiogerät. Aber ich glaube, das, da müssten wir, glaube ich, noch zu kommen. Ich glaube, das war auch letztes Jahr. Also, Basics, ja, klar, wird benutzt. Die BMS, da bin ich noch nicht ganz so überzeugt von, aber bisher tun sie ihren Job. Was haben wir noch? Tipps für Videokonferenzen, Greenscreen und so weiter. Ne? Es sieht jetzt nicht schön aus, keine Frage. Hier hinten ist halt leider ein Fenster und da kommt Sonne rein. Ihr seht immer diese Sonne, die stört doch nur. Ne? Ja, also benutze ich natürlich auch in anderen Videokonferenzen und so weiter. Das heißt also, ist auf jeden Fall auch noch im Einsatz. So, gehen wir mal eine Seite zurück. Was hatten wir denn dann? Unten. Na komm, nach unten. Achso, das war Greenscreen. Das andere war nur generelle Tipps. Kameras, Headsets bitte benutzen. Gilt nach wie vor. Ich schätze mal, viele von euch werden auch aktuell noch in Videokonferenzen sitzen. Und ja, sind wir realistisch? In den nächsten Wochen wird das deutlich mehr werden. Einfach weil die Zahlen so explodieren werden. Ja, aber naja, das ist ein anderes Thema. Das lassen wir besser vom Kanal hier weg. Ja, Greenscreens, OBS, wie gesagt, läuft gerade. Auf jeden Fall etwas, was ich noch nutze. Der UV-Belichter, den ich mir angeguckt habe. Prinzipiell, er läuft. Er liegt wahrscheinlich immer noch da, wo ich mir ihn angeguckt habe. Ich belichte relativ selten Dinge. Wie gesagt, hauptsächlich war das Ding halt damals dafür gedacht, Platinen zu belichten und... Platinen bestellen ist halt selbst aktuell noch wesentlich einfacher als Platinen selber zu belichten. Prinzipiell gibt es da natürlich auch Probleme aktuell. Es gibt Probleme, also die meisten Hersteller von Platinen, die man so als Privatperson nutzen kann, sitzen halt zum Großteil in China.
Da gibt es aktuell sehr viele Probleme. Zum einen, ich weiß nicht, ob es noch aktuell ist, aber die hatten sehr lange Zeit Rolling Blackouts. Das heißt also, sie haben Teile von Industrieanlagen oder Städten auch den Strom abgeschaltet, einfach weil sie nicht genug Strom hatten. Hintergrund war, glaube ich, dass sie sich mit Australien verkracht haben und Australien ist ein sehr großer Exporteur von Kohle und China hat sehr viel Kohlekraftwerke und ne, Kohlekraftwerk bringt halt nichts, wenn man keine Kohle an Land bekommt. Ne? Das übliche Problem. Das war halt das eine Problem und das andere war immer noch Corona, die Logistikketten sind unterbrochen. Das heißt also, ja, sowas wie mal eben etwas von China nach Europa versenden, war zeitweise ziemlich problematisch. Ist auch immer noch teilweise so. Also ich hatte jetzt die letzte Bestellung, glaube ich, über FedEx machen müssen, weil sonst nichts hier rüber kam. Ist natürlich dann entsprechend teurer und muss man dann im Hinterkopf behalten, dass das nicht zum Problem werden könnte. Es gibt ein paar europäische Anbieter. Ich bin mir nicht sicher, ob sie in Deutschland saßen oder irgendwo in einem der Nachbarländer, aber da gibt es ein paar, sind inzwischen auch vom Preis her halbwegs erschwinglich und man hat halt die hiesige Gewährleistung und so, was eventuell auch interessant sein kann. Also ja, in jedem Fall ist es eigentlich einfacher hinzugehen und die Batterien aktuell noch zu bestellen, als hier selber zu belichten. Und ja, mal gucken. UV-Belichter kann man halt immer mal brauchen, ist schön, wenn man im Schrank hat, aber ehrlich gesagt, ich würde mir das Ding nicht kaufen, wenn ich es nicht schon gehabt hätte. Qualität hatte ich ja schon genug zugesagt. Da waren halt Dinge verbaut, die gehören da nicht hin. Aber ja, funktioniert prinzipiell, aber ich habe aktuell nicht wirklich Anwendungsfälle für. Weiter, Arduino-Pulssensor. Steht ja schon da oder auch nicht. Hat nie sinnvoll funktioniert. Ich weiß gar nicht, ich glaube, hier lag letztens noch einer rum. Komm. Na, also prinzipiell kommt was raus, aber nichts, womit ich was anfangen kann. Ich habe nie einen sinnvollen Puls messen können. Nichts für mich. Was hatten wir noch? 4:3 Akkuschrauber Recycling. Von Nikat Umbau zur Lithium-Ionen. Ja, definitiv habe ich die ganze Zeit im Einsatz. Ich bin aktuell hier noch was am Umbauen und da ist das Ding quasi im Dauereinsatz. Ich habe noch nicht weitergemacht. Ich wollte eigentlich mal eine von den Ladeschalen so umbauen, dass das schöner funktioniert. Ich glaube, ich hatte ein Video gemacht später noch, wo ich das Ding mal per Hand geladen hatte. Funktioniert prinzipiell, aber der Akku hält halt auch relativ lange. Es kommt natürlich immer darauf an, was man damit anstellt. Ich bin halt meistens das Ding wirklich als Akkuschrauber am Benutzen. Das ist ja kein richtiger Bohrer. Und zum Schrauben ist es eigentlich ausreichend. Ist nicht ganz so kompakt, aber funktioniert. Was hatten wir hier noch? Den AP7354 Low Dropout. Ja. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, wofür ich den... Genau, da hatte ich den verbaut. Never mind. Greifen wir mal neben mich. Hier habe ich den halt mit drauf, auf dieser wunderschönen Schieblehre. Ich glaube, die hatten wir sogar später noch. Dann reden wir gleich drüber. Aber prinzipiell, ja, die Chips nutze ich auf jeden Fall noch hier. Ist ein bisschen schade, dass ich dieses Gehäuse benutzt habe, so im Nachhinein, weil es halt sehr schwer zu löten ist. Zumindest mal, wenn man jetzt nicht unbedingt hier mit Mikroskop und so anrücken will. Gibt es in größer, würde ich dann eher in größer holen. Ich weiß nicht, wie die Lieferbarkeit aktuell von den Dingern aussieht. Ich habe zum Glück ein paar damals mir geholt. Aber wie gesagt, die gefallen mir immer noch und für solche Geräte, die wenig Strom brauchen, auf jeden Fall eine gute Lösung. Hab noch ein paar Sachen, die ich damit machen wollte, was aber keinen Druck hat. Gerade so Fernbedienungen umbauen oder sowas. Wird wahrscheinlich irgendwann mal kommen, aber aktuell sind da halt noch Batterien drin und sie laufen noch. Also ja, kein Druck, mich darum jetzt zu kümmern. Philips PFL 307 8K12 TV-Reparatur. Bild geht aus. Hatte ich damals, ich weiß gar nicht, was ich gemacht habe. Ich glaube, ja, unten im Inhalt steht es, ich hatte Elkos getauscht. Ja, der ist wieder zurückgekommen. Der hat immer noch Probleme. Das Bild geht jetzt wohl nicht mehr aus, oder? Doch, ich glaube, das Bild geht immer noch aus. Irgendwie sowas. Ja, genau. Bei dem ging immer noch das Bild aus. Er steht in der Ecke. Ich habe mal so wieder zurückbekommen. Hatte dann gesagt, ja, okay, muss ich jetzt erstmal ein paar Elkos bestellen. Und dann kam irgendwie schon so die Rückmeldung, ja, wir haben uns jetzt einen neuen gekauft. Gut. Der steht jetzt also hier irgendwo bei mir in der Ecke. Kann man mal reparieren. Nur
Naja, ich brauche jetzt auch nicht so viele Fernseher. Also ja, ich bin ein Freund von vielen Monitoren aktuell vor mir. Keine Ahnung, 6 oder 7 Monitore hier. Aber ein Fernseher ist halt vor allen Dingen hier, das ist glaube ich ein 40 Zöller, 30 Zöller. Der ist halt relativ groß. Das ist nichts, um am PC groß dran zu arbeiten. Ich habe da lieber viele kleine, wo ich dann meine Sachen hier aufteilen kann und dann im Blick behalten kann. Ja, müsste ich mal weitermachen. Im Zweifelsfall muss man halt das Netzteil tauschen. Das sind dann halt auch irgendwie 40, 50 Euro und dann läuft das Ding wahrscheinlich wieder. Aber ehrlich gesagt, ich gehe sehr stark davon aus, dass einfach nur irgendwo ich einen Kondensator nicht erwischt habe. Es gab letztens noch mal einen Kommentar, ich soll mal den Netzelko, den ich kurz geschlossen habe, tauschen. Nee, das ist, glaube ich nicht. Die Netzelkos sind eigentlich nie das Problem. Meistens ist es Sekundärseite. Aber gut, müsste man mal. Ne? 3,5 Festplatte in Small Form Factor PC. Ja, nehme ich gerade drauf auf. Ich kann es jetzt nicht zeigen, weil es hier hinter einer Monitorwand verbaut ist. Aber ja, habe ich definitiv so im Einsatz. Und ja, ist halt praktisch, so eine größere Festplatte an einem PC wirklich lokal dran zu haben. Einfach weil manche Programme da ein bisschen pissig sind. Insbesondere auch, weil meine NAS hier, die ist gerade ein bisschen problematisch, um es mal so zu sagen. Ich habe da selbst, wenn ich irgendwie eine kleine Textdatei öffnen will, ab und zu mal so, ja, keine Ahnung, 1-2 Minuten, wo das Ding Bedenkzeit braucht. Ich habe noch nicht rausgefunden, wo. Es ist ein Linux dahinter, ich komme auch drauf und kann mir angucken, was er tut, aber ich sehe halt nur hohe IO-Load, aber nicht, wo sie herkommt. Ich vermute aktuell, dass das irgendwie eine SQL-Datenbank, also MySQL, nee, wie heißen sie jetzt, MariaDB ist, die da irgendwie ein Problem hat mit Copy and Write. Das heißt also, dass der nicht hingeht und wie man es üblicherweise vermuten würde. Ich habe eine Riesendatenbank, ich schreibe eine Zeile hinten dran. Gut, also schreibe ich eine Zeile hinten dran. So funktioniert eine Datenbank nicht. In den meisten Fällen ist es dann aber immer noch überschaubar, weil das heißt, ich schreibe eine Zeile hinten dran und aktualisiere die Indizes, sodass man es besser suchen kann. Wenn da aber Copy and Write im Spiel ist, was man eigentlich nicht für Datenbank machen soll, aber ich will es nicht ausschließen, dass es da irgendwie versehentlich aktiv gegangen ist durch irgendeine so Clicky-Bunty-Konfiguration, dann würde er hingehen, würde im Prinzip die Zeile holen, würde alles andere von der Datenbank holen, das in eine neue Datei packen, was natürlich eine riesen Datenmenge zu schreiben ist, und ja, danach die Indizes und alles natürlich noch aktualisieren. Und gerade wenn man halt so riesen Datenbanken da macht, das dauert dann halt schon mal ein bisschen länger. Und wenn man wie ich hingeht und da ja eine größere Anzahl an Messwerten pro Sekunde reinpumpt, ich gehe davon aus, dass das da irgendwo hängt, müsste ich mal neu machen. Aber bisher fehlt mir da auch so ein bisschen die Motivation, es läuft noch und ich habe eigentlich genug zu tun aktuell. Na gut, weiter. Kesker D12, Lötkolben, Reparatur, Aluminiumgriff. Greifen wir mal neben mich. Wo ist er? Irgendwo hier liegt er. Also ist immer noch mein Daily Driver, der Lötkolben, den ich ständig benutze. Tada, da haben wir ihn. Immer noch mit der schönen Spitze, für die ich jedes Mal kritisiert werde. Ich glaube, man kann sie nicht sehen, aber das ist halt eine Spitze, die oben ein bisschen krumm ist. Was für mich ganz praktisch ist, weil man kann sowohl dann mit der Spitze löten, sehr feine Sachen machen, als auch dann rumdrehen. Hat eine große Auflagefläche und kann damit dann auch mal ein bisschen mehr Hitze in der Lötstelle machen. Finde ich relativ praktisch. Das ist, glaube ich, die J02 ist es jetzt hier in dem Fall. Ja, wie gesagt, ist immer noch der Lötkolben, den ich die ganze Zeit nutze und bin immer noch relativ zufrieden damit. Klar, es ist halt ein billiges Teil, aber ich würde sagen, einfach dadurch, dass die Spitze direkt beheizt ist, wie auch beim TS100 oder TS80, die ja relativ verbreitet sind, sind die definitiv besser als viele andere Geräte. Also ich habe ja auch irgendwie, ich glaube es waren Ersas oder sowas, die ich hier rumstehen habe, die sind zwar älter, aber durch das indirekte Beheizen, das macht einfach keinen Spaß. Klar, das mag für Sachen, wo man längere Zeit und konsistent und so braucht, besser sein, aber das meiste, was ich habe, sind halt kleine Platinen, die ich mal löte, und da ist das halt für mich wesentlich angenehmer, wenn das Ding schnell aufheizt und besser reagiert. Ja, die Digitalmessschieber, Umbau auf Kondensator, USB-Betrieb, wir haben ihn eben ja schon gesehen. Habe ich definitiv noch, funktioniert noch, benutze ich so. Wie ihr seht, das Gehäuse ist kaputt gegangen. Da muss man mal überlegen, was ich da mache. Im Moment hängt es halt hier lose.
Ja, ansonsten, ich bin halbwegs zufrieden mit der Schaltung. Was mir aufgefallen ist, was ein bisschen uncool ist, ist, dass das USB-C-Laden nicht immer funktioniert. Ich habe hier so USB-C-Netzteile von Laptops zum Beispiel, wo auch immer jetzt gerade das Kabel ist. Aber wenn ich das einstecke, das funktioniert leider nicht, dann lädt er nicht. Das heißt also, das USB-Netzteil möchte irgendeine Signalisierung zurückhaben. Ich meine, das ist laut Standard eigentlich gar nicht zulässig, das zu verlangen, aber naja, es ist halt USB-C. Da gibt es so viele unterschiedliche Standards. Die Hälfte funktioniert nie. Also nicht so schön, muss ich ehrlich gesagt sagen. Aber hey, im Zweifelsfall, normales USB-Handy-Netzteil funktioniert meistens und am PC anklemmen auch. Das Ding zieht ja keinen Strom. Ein Kollege von einem anderen YouTube-Kanal, ich lasse jetzt mal den Namen weg, weil ich glaube, er hat es nicht veröffentlicht und ich weiß nicht, ob er es tun möchte, aber der hatte die Idee, das Ganze nochmal kleiner zu bauen. Statt hier diesem großen Supercap, den ich benutzt habe, das ist jetzt ein 2-Farad, 1-Farad, 0,5-Farad bei 5,5 Volt. Statt dem das Ganze auf einen SMD-Elko, nicht Elko, SMD Widerstand zu setzen. Die gibt es im Prinzip also auch in der SMD-Bauform. Das Ganze dann hier drin in der Elektronik oder im Originalgehäuse selber drin zu machen. Und ja, dann wäre es ja im Prinzip komplett gekapselt. Und die Idee zum Laden war dann irgendwie Punkte noch dran zu machen oder irgendwelche Kontaktflächen mit einem Halter, wo man den reinstellt. Und dann würde er halt die ganze Zeit geladen, während man es nicht braucht. Und sobald man es rausholt, hat man den vollen Kondensator dabei. Und wenn man fertig ist mit dem Messen, hängt man es wieder rein. Klingt nach einer sehr klasse Idee, allerdings ja, braucht ein bisschen mehr Mechanik und ja, Mechanik oder so Design ist halt nicht unbedingt meine Stärke. Ich halte es auf jeden Fall im Hinterkopf, aber wie gesagt, bisher läuft das hier so. Ist im Moment nicht schön wegen dem fehlenden Gehäuse, aber es funktioniert und das ist halt bei mir immer so der Punkt. Ja, wenn es funktioniert, dann fehlt mir so ein bisschen der Drive, da weiterzumachen, das Ding weiter auch dann in eine schönere Form zu bringen, weil mir fehlt dann der Druck so ein bisschen und ich habe, wie gesagt, genügend andere Dinge, die ich tun müsste. Und dann kümmere ich mich halt lieber um die. Gut, was haben wir noch? PCI Express, DIY externe Gaming-Grafikkarte an Tiny-PC. Ja, auch das gerade im Einsatz. Also hier ist halt eine Grafikkarte dran am PC, die gerade dann in Hardware das Video-Encoding macht. Ihr seht, ich gucke schon so zur Seite. Hier ist halt mein OBS an der Seite, wo ich gucken kann, wie er ausgelastet ist. Und ich habe gerade eine CPU-Last trotz Aufnahme hier von 2%. Also offensichtlich tut die Grafikkarte was. Und ja, funktioniert bisher einwandfrei. Ich bin inzwischen hingegangen. Ich glaube, im Video hatte ich eine PCI Express Einfachkarte gehabt. Ja, ich glaube, es war einfach. Ich habe das inzwischen auf PCI Express vierfach gemacht mit 4 Lanes. Wobei ich aber ehrlich gesagt sagen muss, ich mache hier auf der Kiste sehr viel Videobearbeitung. Ich spiele auch ab und zu mal ein paar Spiele, auch wenn das jetzt keine grafisch anspruchsvollen sind. PCI Express einfach, die Lane habe ich selten ausgenutzt bekommen. Ist, glaube ich, PCI Express 3.0, was hier der Rechner kann. Und ja, wie gesagt, selbst bei Videobearbeitung, selbst beim Gaming mit so Standardtiteln, sage ich mal, selten mehr als so 70, 80% Buslast. Das heißt also, dieses PCI Express einfach, wo ich gedacht hätte, dass das wirklich ein Bottleneck wird, hat einwandfrei funktioniert. Ich sehe jetzt auch mit dem Upgrade auf vierfach keinen großen Unterschied. Also, jo, nehme ich gerne, funktioniert und ist auf jeden Fall eine Sache, die mir hier sehr weiterhilft, einfach weil hier dieser Tiny PC, den ich da mal abgegriffen hatte, eine deutlich bessere CPU hat als das, was ich normalerweise im Einsatz habe. Ich wollte die ganze Zeit mal auf einen Ryzen und eventuell neueres Zeug gehen. Aber ja, funktioniert hier so und die anderen Bauteile sind halt teilweise immer noch schwierig lieferbar. Von daher funktioniert. TP4056 DW01 Ruhestrom. War auch wieder so ein Theorievideo, wo ich mal geguckt habe, wie viel Strom braucht es denn jetzt? Ist auf jeden Fall was ich dann im Zweifelsfall in zukünftige Designentscheidungen reinfließen lasse. Kurzer Blick rüber, wir haben aktuell hier so, ich nehme es jetzt gerade am 31.12. auf und wir sind auf dem Weg, hier dann so eine virtuelle Silvesterparty mal zu starten, weil vor Ort ist halt aktuell noch richtig uncool. Und ich habe da schon das Jitsi von Kongress offen. Okay, nicht so viel ablenken. Machen wir mal hier weiter. Also wie gesagt,
habe ich im Hinterkopf immer, wenn ich was designe, macht es Sinn, macht es nicht Sinn. LED-Ampel. Mehr drin, als man denkt. Ich greife mal neben mich. Tada, da ist sie. Also eine davon. Habe ich hier im Einsatz. Kommt auch noch ein Video. Habe ich noch ein Video auf der To-Do-Liste. Die hier, die habe ich jetzt im Einsatz mit dem Headset. Bin mir nicht 100% sicher, ob das in einem eigenen Video kam. Aber ja, ich glaube, da kommt gleich noch ein Video. Dann reden wir dann drüber. Aber diese Ampel auf jeden Fall etwas, was ich hier immer noch einsetze, wo ich auch sehr zufrieden mit bin. Bisher habe ich noch keine Defekte gesehen. Und so funktionieren einfach. Klar, ist keine Ware wie hier vom hiesigen Händler, aber ich glaube, für den Preis, den ich hier für eine komplette LED-Signalsäule so bezahle, da kriegt man halt sonst irgendwie die Schraube für. Ne? Lenovo Duet Chromebook. Ups, jetzt wackelt hier das Licht gerade so ein bisschen. Ja, gemischt. Ich glaube, ich hatte es schon am Ende im Fazit gesagt. Also irgendwie so 100% ist es nicht. Ich nutze es noch. Ich nutze es auch unterwegs, als Unterwegs-Laptop teilweise. Allerdings, es ist nicht so schön, wie ich es mir vorgestellt habe. Einfach dadurch, dass das Ding teilweise doch sehr langsam ist. Gerade wenn man so irgendwie mit Android-Apps arbeitet, die ja emuliert sind oder virtualisiert, keine Ahnung, wie man das nennt. Das ist teilweise schon herausfordernd. Da muss man Geduld mitbringen, dass das irgendwie sinnvoll funktioniert. Also hat leider nicht ganz meine Erwartungen erfüllt. Es funktioniert prinzipiell. Es ist schön, um mal irgendwie zwischendrin ein Video zu gucken oder so. Aber wirklich mitarbeiten ist er leider nicht drin. Ein bisschen schade. So, was haben wir noch? Der Party Game Buzzer. Den hatte ich jetzt vor ein paar Tagen auch noch in der Hand. Hier ist er. Tada. Den ihr seht, er ist aktuell drahtlos. Kommen wir gleich zu. Aber ja, ist im Prinzip von dem, was ich bisher gesehen habe, es hält, was halt so mein Hauptpunkt war. Und er ist halt relativ günstig. Weiter. Spektroskop-Bausatz, ja. Das war ein Handspektroskop. Ja, nochmal kurz zur Zusammenfassung für die, die das Video nicht gesehen haben. Es ist im Prinzip einfach nur eine Papphülle, wo hinten aber ein Beugegitter draufgeklebt ist oder vorne. Und hinten ein Schlitz ist. Und der Hintergrund ist, wenn man damit dann in eine Lichtquelle guckt, holt das Beugegitter und macht im Prinzip wie so ein Prisma so einen Regenbogen. Und die Sache ist, an dem Regenbogen, den kann man dann sehen, da kann man dann sehen, wie so die Licht, ja, wie erklärt man das, die Lichtfarbe, die Lichtqualität von der Lampe ist. Bei LEDs kennt man es meistens als CRI, Color Rendering Index. Ja, funktioniert prinzipiell, haben wir ja auch schon im Video gesehen. Ist noch alles auf der To-Do-Liste. Leider, muss ich sagen, hat das Ding da so einen kleinen Defekt erlitten. Ist, glaube ich, irgendwo runtergefallen oder so und mir ist der Schlitz hinten abhanden gekommen. Bin inzwischen hingegangen, habe mir mit dem 3D-Drucker einfach einen neuen gemacht. Das funktioniert ja. Funktioniert also prinzipiell jetzt wieder, was noch auf meiner To-Do-Liste ist. Aktuell ist es ja zum Durchgucken. Ich wollte die ganze Zeit hingehen und das Ganze mal mit einer Webcam machen. Ich habe mir irgendwo noch alte Webcams rumliegen, wo auch immer sie jetzt sind. Und ja, wenn man mit einer Webcam anrückt, kann man das dann halt digital machen, kann schöne Diagramme zeichnen. Das klingt nach einer guten Idee. Ist halt noch auf der To-Do-Liste, aber auch hier. Ich habe halt anderes zu tun, von daher wenig Druck. LED-Deckenlampe hatte ich mir damals angeguckt. Waren okay. Es gab, glaube ich, einen in den Kommentaren, der geschrieben hatte, dass da eine durchgebrannt wäre. Bisher tut die Lampe noch funktionieren tun. Ist hier an der Werkbank im Einsatz. Ist relativ selten im Einsatz, einfach weil ich es nur einstecke, wenn ich wirklich Bedarf habe. Das mit der umschaltbaren Lichtfarbe ist relativ praktisch, weil, wie gesagt, manche Leute mögen warm weiß, manche kalt weiß. Ich bleibe beim Neutralen in der Mitte, wo einfach beides leuchtet, einfach weil es deutlich effizienter ist. Ist okay, ist eine billige Lampe. Mute Buzzer für Videokonferenzen. Ja, das war das mit der Ampel und so weiter. Die Ampel habt ihr ja schon gesehen, die hängt hier noch. Den Buzzer habt ihr auch gesehen, der ist hier, aber ihr habt eventuell schon gesehen, kein Kabel dran. Ja, mir ist das Kabel abgegangen. Ich wollte das Ganze nochmal mit ESPs oder Ähnlichem nachbauen, dass das Ding drahtlos ist.
Allerdings bin ich auch noch nicht so ganz überzeugt von dieser, ich mache das mal irgendwie in eine Dings rein, in ein Headset, in Hardware. Das Problem ist aber, für Software habe ich aber auch noch keine sinnvolle Lösung gefunden, die zuverlässig funktioniert. Mit Linux absolut kein Problem. Pavu Control, Pavu PACTL oder so. Ja, ich glaube irgendwie so. Kann man relativ einfach skripten, funktioniert super. Das heißt also mit Linux kein Problem, aber ich muss leider teilweise auch Windows einsetzen beruflich. Und ja, Windows ist halt einfach hässlich, was sowas angeht. Es gibt keine sinnvolle API da, etwas zu machen. Von daher, ja. Ich werde wahrscheinlich einfach wieder das jetzige Konzept mit Kabeln und irgendwie ins Headset fummeln, wieder zusammenbauen. Ich habe hier ein Headset, wo Dinge abgebrochen sind, was auch so ein bisschen Wackelkontakt hat. Ich denke, das werde ich dann zerlegen, werde das da einbauen, in einen den Wackelkontakt beseitigen, weil das wird einfach nur eine Lötstelle sein. Und ja, Idee gut, Umsetzung schwierig, einfach weil die jetzigen Systeme das leider nur so mäßig hergeben. Tascam DR40 Lithium-Umbau. Na, worüber hört ihr mich gerade? Ja, läuft gerade neben mir. Der Lithium-Akku ist auf der Rückseite. Kriegen wir das hier ab? Ja, müsste eigentlich funktionieren. Gerade mal. Komm, geh auf. So, da haben wir es auch. Ist zu sehen, ich habe den Lithium-Akku jetzt auf der Rückseite hier immer noch drauf. Das Einzige, was ich gemacht habe, die Sachen sind teilweise, der Akkuhalter ist einmal, glaube ich, abgegangen oder so. Was war das? Nee, die Dings war nicht richtig drin, die Zelle, durch die Schraube, die ich zum Befestigen geholt habe. Und ja, was ich jetzt inzwischen gemacht habe, ist einfach die Schraube, die hier unten drin war, gegen andere ersetzt, die flacher ist. Und bin auch hingegangen und habe hier, sieht man es eventuell, das heißt, flüssiger ist Isolierband, findet man es meistens drunter, damit das Ganze nochmal festgemacht und es hält einwandfrei, es funktioniert einwandfrei. Die Akkulaufzeit ist mir noch nie aufgefallen. Also ich habe hier schon sehr lange mit aufgenommen und mir ist noch nie der Akku mittendrin leer gelaufen. Von daher super Sache, definitiv besser als die Batterien, die vorher drin waren. Jederzeit wieder. Weiter. Video 8, Hi8 Camcorder. War, ja, prüfen, okay. Hatte ich ja gezeigt, wie die intern so ein bisschen aufgebaut sind, was ich da gefunden habe. Der Hi8 war es, glaube ich, spielt einwandfrei ab. Und ich habe schon angefangen, jetzt mal zum Test eine zu überspielen. Hat einwandfrei funktioniert. Also Kudos an die, die das gebaut haben. Mechanik, die nach so langer Zeit noch funktioniert, ist auf jeden Fall eine super Sache. Steckdosenabschalter per Fußschalter. Yep. Habe ich auch noch im Einsatz. Es gab ein paar Kommentare dazu, dass das nicht gut ist, weil ein Relais nicht zum Schalten gedacht ist oder nicht zum Freischalten oder wie das Fachwort dafür auch immer ist. Ja, habe ich zur Kenntnis genommen. Werde ich eventuell nochmal umbauen auf andere Geräte, die dann besser dafür geeignet sind. Aber im Prinzip war das ja auch nur ein zusätzlicher Schutz für mich hier. Es ist die Kategorie besser als nichts. Eigentlich sollte nichts passieren können, einfach weil es ein isolierter Stromkreis ist, weil sehr geringe Auslösewerte da sind. Aber ja, ich werde hingehen und werde das Relais, was ich benutzt habe, nochmal tauschen. Kurze Zusammenfassung ist im Prinzip einfach nur eine Schaltung, die dafür sorgt, dass eine Steckdose am Ausgang nur dann eingeschaltet ist, wenn ich mit meinem Fuß auf einem Pedal stehen bleibe. Sobald ich das Pedal loslasse, geht der Strom aus. Und ja, das ist halt einfacher, wenn man halt Dinge testen möchte. Ja, das war schon wieder die nächste Seite. Gucken wir mal. Und ich merke mir schon mal vor, ja, ich mache ja mal das Licht irgendwann mal hier besser. Weiter. 230 Volt LED-Streifen. Ja, hatte ich mir damals angeguckt, habe ja schon gesagt, mir gefällt das nicht, einfach weil der hingeht und halt die Netzspannung direkt auf dieses Streifending. Aktuell hängt es, ich glaube, da haben wir später noch ein Video zu, dann reden wir dazu. Ja, war keine Sache, die so schön ist. An der Stelle, wo er eigentlich hin soll, ist inzwischen ein anderer Lichterschlauch, der sieht besser isoliert aus. Ja, okay. Fujitsu Raid Controller als HBA. Ja, genau, das war ein Raid Controller, den ich mir geholt habe. Da sind hier hinten zwei SAS-4-Kanal-Ports dran. Und den hatte ich umgeflasht, sodass ich den als HBA nutzen kann. Standardmäßig ist das ein RAID-Controller, das heißt, der macht dann zum Beispiel RAID 1, RAID 5. Hatte ich, glaube ich, auch mal ein Video zu.
Das heißt also, er nimmt die Daten, die reinkommen, und verteilt die auf mehrere Festplatten. Ich persönlich mache das eigentlich immer in Software, nicht in Hardware. Das ist theoretisch langsamer. In der Praxis hat man aber mehr Kontrolle über die ganzen Sachen, die er macht. Insbesondere kann man so Späße machen wie, okay, eine Festplatte ist kaputt, ich muss die jetzt austauschen. Wenn ich mit einem Hardware-Rate-Controller arbeite, ist es üblicherweise so, dass er dann hingeht und baut von den anderen Festplatten die eine Festplatte komplett wieder auf. Wenn ich eine Software mache mit Dateisystem-Anbindung und so, dann kann das Dateisystem oder das Betriebssystem sagen, okay, ich baue die jetzt wieder auf, aber erstmal nur die Stellen, wo auch wirklich Daten liegen, die noch benutzt werden. Und das führt dazu, dass diese Rebuild-Zeit, die man braucht, bis dass die neue Festplatte wieder komplett einsatzfähig ist, kürzer ist und damit dann auch die Zeit kürzer ist, wo man nicht den vollen Schutz hat, den man im Zweifelsfall durch Redundanzen bei RAID hat. Die Karte hatte ich damals ja auch, wie gesagt, umgeflasht auf eine andere Firmware, die dann HBA macht, zusätzlich Software machen kann, wie gerade beschrieben. Die ist hier in meinem NAS drin, funktioniert einwandfrei. Ich hatte zwar eben gesagt, die hat I/O-Load-Probleme, aber das liegt nicht an diesem Controller. Die Festplatten selber habe ich schon durchgemessen, die kommen mit voller Geschwindigkeit, die ich auch erwarte, hier an. Funktioniert also relativ gut. Dreifach Smart Touch Switch. Er liegt hier. Ich habe noch irgendwo mal Tasmota drauf gemacht auf die Kisten. Funktioniert auch einwandfrei. Ich habe es aber ehrlich gesagt noch nirgendwo im Einsatz. Ich habe eine Stelle, wo ich überlegt habe, ob ich ihn eventuell mal hinsetzen sollte zum Testen. Aber es ist halt 230 Volt, das ist immer so ein bisschen kritisch. Und ja, das meiste, was hier 230 Volt noch ist, das ist halt eigentlich nur noch Steckdosen, weil ich die Lampen halt großteils schon umgebaut habe auf 12 Volt, sodass ich mit 230 Volt möglichst nichts mehr am Hut habe. Ja, mal gucken. Also ich kenne ja einen, der ist Elektriker, der setzt die ein, der hat bisher relativ wenig Probleme damit. Ab und zu mal ein paar Probleme mit WLAN, aber das ist halt das übliche Problem, wenn man halt ein WLAN-Gerät in eine Steinwand einbaut oder sowas. Ja, da ist halt der Empfang nicht so gut. Ansonsten, ja, er liegt hier, ich bin nicht direkt da mit dem Flammenwerfer am drangehen. Mal gucken, was sich da so tut. USB 3 Fail-Cups, ja, mein Lieblingsthema. Ja, ich hatte ja damals schon gesagt, da rutscht der Lötkolben, den ich eben in der Hand hatte. Ich hatte damals ja schon gesagt, ich habe mir da USB 3 Hubs gekauft. Die waren großteils gefaked, sodass sie dann irgendwie nur den ersten Port USB 3 konnten oder komplett USB 2 waren. Ist ein sehr großer Murks. Ich habe bisher noch keine sinnvolle Lösung gefunden. Klar, man kann Marke kaufen, sind aber auch halt irgendwie so der 2- bis 3-fache Preis von den günstigen. Wahrscheinlich aus gutem Grund. Im Moment habe ich hier so einen, ja, ich kann den Moment leider nicht komplett hochheben, es ist ein USB-C-Hub, auch Markenware. Die habe ich aktuell im Einsatz. Ich habe da noch was in der Pipeline, so nach dem Motto, gut, wenn es die Hersteller nicht hinkriegen, machen wir es selber. Aber muss ehrlich gesagt sagen, ich habe mir mal die Chips gekauft, weil die halt knapp waren und sie sind gerade irgendwo lieferbar gewesen. Aber ich habe noch nicht angefangen, eine Platine dafür zu machen. Mal gucken, vielleicht baue ich mir dann halt mal einen selber, einen USB-Hub, einen eigenen. LED-Treiber-Reparatur. Was war denn da? Ich glaube, da war die Steckklemme nur ab. Müsste noch laufen. Ich glaube, der liegt hier irgendwo. Und ja, wenn ich mal einen LED-Treiber brauche für so ein Panel. Funktioniert. VHS-Rekorder war auch wieder, wir gehen mal durch, was so alles da ist. Der Hitachi war es, glaube ich, den hatte ich dann auch zum Laufen bekommen. Mit dem habe ich mal testweise ein Video überspielt, hat funktioniert. Ist nicht der hochqualitativste, aber das Ausgangsmaterial ist, keine Ahnung, 20, 30, 40 Jahre alt. Da macht der VHS-Rekorder dann auch nicht mehr viel aus, wenn der nicht so die beste Qualität hat, um ehrlich zu sein. Gut. RS-485 Fehlersuche und Reparatur. Ja, da war mir hier so ein Treiber durchgeknallt. Der RS-485, also Modbus auf TTL umsetzt für einen ESP. Der hängt an meinem Stromzähler dran hinten. Der war kaputt, hatte den ausgetauscht gegen das andere Modell hier, was ein bisschen unschöner anzusteuern ist. Aber muss sagen, bisher läuft es halt. Also ich kriege hier aktuell auch meine Stromwerte rein. Bisher also keine Probleme und ja, wir hatten jetzt dann doch im Sommer mal so ein paar Tage, wo es wärmer war, nochmal. Das hat er bisher überlebt.
Von daher, jetzt mal gucken, wie er sich im Winter schlägt. Aber ich erwarte da jetzt keine größeren Probleme. Lötkäferbausatz. Leuchtkäferbausatz, so rum. Es war ein Bausatz. Ja. Er hat geleuchtet. Ist leider nicht viel drauf gewesen. Schön mal so eine Schaltung zu sehen, aber ich hatte halt gehofft, dass die wirklich irgendwas mit Blinken machen. War halt leider nicht der Fall, von daher. Ne? War halt mal ein Bausatz für zwischendrin. Die RTL 8720. Ein Arduino-kompatibler Mikrocontroller mit Bluetooth und vor allen Dingen 5 GHz WLAN, also 2,4 und 5 GHz. Auch bekannt als RTL-Duino oder BW16. Den hatte ich damals gezeigt, wie man den programmiert. Wurde jetzt auch nochmal aufgegriffen von, ich glaube, der Guy with the Swiss Accent war es. Wenn ich es noch irgendwie verlinken kann, verlinke ich es euch. Ist eine interessante Sache, aber die ganzen Toolchains sind halt ein bisschen wackelig. Ich habe ihn noch hier liegen. Ich habe jetzt noch keine Anwendung gefunden, wo ich ihn wirklich da einsetzen würde. Mal gucken. Bisher tun halt die 2,4 GHz Geräte in meiner Area noch halbwegs funktionieren. Es ist natürlich, es wird immer schwerer, muss ich klarerweise sagen. 2,4 GHz ist eigentlich tot. Ich habe hier halt das Glück, dass ich sehr viel Abstand zu Nachbarn habe. Hier ist nicht so eine große Funkverschmutzung. Aber ich kriege das Band halt auch alleine relativ gut zu. Und ja, mal gucken. Aktuell klappen die alten ESPs noch. Ich hoffe, es bleibt erstmal so. Computer-Maus-Reparaturen. Ja, ich nutze gerade eine von den reparierten. Das hier war, glaube ich, die, die so ein bisschen Qualm erzeugt hat, weil das Kabel kaputt war. Also, ja, nutze ich immer noch die Dinger. Computermäuse, ich bin da nicht so anspruchsvoll wahrscheinlich wie andere. Ich brauche da nicht irgendwie die hohe Gaming-Maus mit dies und das. Ich habe hier noch irgendwo so... okay, da. Ich habe hier irgendwo noch so eine Vertikalmaus, die halt besser fürs Handgelenk sein soll. Nutze ich teilweise tatsächlich, aber... Ich komme auch mit den normalen klar. Es kommt halt immer darauf an, wie lange man damit arbeitet. Und in meisten Fällen reichen halt hier die reparierten. Was hat man als nächstes? Transistortester mit Lithium-Akku. Ja. Ich habe ihn umgebaut, aber ich muss, glaube ich, gestehen, seitdem habe ich den Transistortester auch nicht mehr benutzt. Ich musste mal gucken, wo der rumliegt. Ich glaube, das letzte Mal hatte ich mal irgendwie vor einem Monat oder so mal drauf geguckt. Da war der Akku noch okay. Hab noch mal ein bisschen nachgeladen. Ist auf jeden Fall praktischer, weil ich kann davon ausgehen, dass mir nicht die Batterie leer geht, wenn ich es mal brauche, was sonst immer mein Problem war. Aber es ist halt etwas, was ich eher selten nutze, ehrlich gesagt. Mal gucken, wie er sich dann schlägt. Bisher, boah. Regenmesser war ein theoretisches Video, wie so dieses Tipping-Bucket-Konzept funktioniert. Der steht hier noch. Im Moment relativ wenig Regen. Wann habe ich das gemacht? Das war im September, genau. Das war kurz nach, also kurz, naja, kurz. Es war nach den Überschwemmungen hier in der Gegend. Ahrweiler kennt ihr ja mit Sicherheit, den Landkreis. Der ist halt hier sehr nah und hier bei uns in der Gegend waren halt auch ein paar Überschwemmungen. Deswegen bin ich da mal hingegangen, habe dieses uralte Ding, was da auch schon wieder seit irgendwie über, keine Ahnung, 10, 15 Jahren hier rumsteht, angegangen. Prinzipiell steht er hier noch. Ich habe allerdings den ESP noch nicht angeschlossen. Da ist Software für sowas. Das ist so ein bisschen Brainfuck. Ja, muss ich mal gucken. Gut, next Hitachi. Ach ja, 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 genau. Das war der andere Hitachi. Oder? Ja, ich glaube, ich hatte zwei von denen. Das hier war jedenfalls der alte. Da hatte ich irgendwie mit einem neuen Gummiset und ein bisschen 3D-Druck das Ding zum Funktionieren bekommen. Abspielen funktioniert, rückspulen, glaube ich, ging jetzt nicht. Ich habe nicht weiter optimiert. Er steht aber tatsächlich aktuell in der Kiste für einen Raum, den ich gerade am machen bin. Da werde ich den hinstellen, einfach weil er halt sehr interessant aussieht mit diesem Frontbedien-Ding. Ist natürlich für den täglichen Gebrauch eigentlich nichts, weil Kabelfernbedienung und ja, schwierig. Wahrscheinlich auch nicht die beste Qualität, weil von den Köpfen her, aber ja, er sieht halt cool aus, er funktioniert jetzt technisch zumindest mal wieder grob und ich werde ihn wahrscheinlich hinstellen, wenn ich ab und zu mal eine VHS gucken muss, könnte es sogar sein, dass ich die nutze. LiFePO4, die besseren Lithium-Akkus. Yep, greifen wir mal neben mich. Da,
Da haben wir schon den ersten Leaf Hippo 4. Ich setze also hier inzwischen auch immer mal wieder ein. Noch nicht überall, aber wo habe ich einen Leaf Hippo 4 aktuell im Einsatz? Genau bei den Lampen, da komme ich später noch zu. Ich habe ja noch Leaf Hippo 4s rumliegen, die stehen die ganze Zeit so, den müsste man mal machen. Ist im Moment auch wieder, ich habe halt relativ wenig Druck dahinter und es ist teilweise auch schwierig, weil die Dinge, die eigentlich Sinn machen würden, darf ich halt nicht wirklich machen. Eigentlich wäre die coolste Sache, wenn ich meine Solarzellen holen könnte, das in einem Lithium Leaf Hippo 4 Akku pack und dann wirklich so machen, dass ich auch mal quasi autark arbeiten kann, dann aber auch mal vom Netz arbeiten kann mit automatischer Umschaltung, dass er im Prinzip automatisch die Akkus nachlädt, wenn das unter einen gewissen Schwellwert geht, aber nope. Selbst wenn man so eine komplette Inselanlage hat und dann nur das Nachladegerät für die Batterien dran macht, ist es rechtlich halt schon keine Inselanlage mehr. Das ist dann wieder eine Menge Papierkram und Solarpapierkram, das ist etwas, wo man mich besser nicht anspricht. Also ich versuche hier seit 10, 15 Jahren Solar aufs Haus zu bekommen und das ist einfach nur ein Krampf mit den ganzen Behörden und Regulierungsstellen. Macht keinen Spaß, aber da werden definitiv noch Videos zu kommen. Ich hoffe einfach mal, es tut sich jetzt langsam was, dass sich jetzt da Vereinfachungen ergeben und ich dann endlich mal weiterkomme. Die Regierung verspricht ja viele Dinge. Mal gucken, ob sie es halten. Radiobausatz CF210SP. Ja, hatte am Ende nicht funktioniert. Ich habe keine Sachen reinbekommen. Ich habe allerdings die Infos bekommen. In den Kommentaren war, glaube ich, jemand, der hat da einen Link gemacht, wie man das Ding abstimmen kann. Wollte ich auf jeden Fall nochmal machen. Der liegt hier auch noch irgendwo auf dem auf der Kiste ein bisschen weiter oben. So wollte ich mir mal anschauen, einfach um zu gucken, ob ich. Es juckt mir so ein bisschen unter den Fingern. Ich mag es nicht, wenn ich Dinge baue und sie klappen am Ende nicht und ich weiß nicht warum. Also, ich hätte es halt gerne schon funktionierend gehabt. Mal gucken, ob ich es mir angucke. Produktvergleich am Beispiel einer Tiefkühltruhe war auch eine theoretische Sache. Hatte mir dann damals hier so einen Bauknecht, war es glaube ich, gekauft. War damals so ein bisschen unsicher, weil ich definitiv viel zu groß geholt habe. Also deutlich über dem. Ich wollte glaube ich 100 Liter, der ja fast 300 oder so. Ehrlicherweise, das Ding ist gerade bis an den Rand gefüllt. Also ja, ich habe halt da eventuell ein bisschen auf Vorrat gekauft. Und ja, was ich halt gerne mache, ist Dinge im Voraus kochen tatsächlich. Also ich koche meistens selber. Und Sache ist aber, für ein, zwei Personen kochen, das ist, es lohnt in den meisten Fällen nicht. In den meisten Fällen ist es halt von der Energie und auch vom Einkauf her besser, größere Portionen zu machen. Und das war halt auch so ein bisschen der Plan hier mit der Tiefkühltruhe. Zum einen natürlich mein Tiefkühlzeugs aufzubewahren. Sorry, ja, ich esse gerne Tiefkühlpommes. Zum zweiten aber halt auch diese fertig gekochten Produkte, wenn ich dann irgendwie eine größere Menge mache, ein bisschen was in Dosen rein oder in Tüten oder was man auch immer da benutzt und dann ab in die Truhe. Und ja, ich glaube, ich habe, wenn ich so im Bestand gerade mal gucke, ja, ich habe, glaube ich, so für knapp einen Monat irgendwie Mittagessen da drin. Einfach weil jetzt halt Weihnachten war, viel Freizeit. Ja, komm, kochen wir mal halt frisch und jetzt haben wir schon wieder ein paar Portionen. Frieren wir mal ein. IMAX B6 Displaytausch. Jo, habt mal ja im Video gesehen. Das ist ein Akkuladegerät, hat danach funktioniert. Also auf jeden Fall Ziel erfüllt und damit hatte ich dann auch diesen Bohrer geladen, Schrauber, Akkuschrauber, hat auch funktioniert, also jo. War halt einfach nur eine Reparatur und war jetzt nicht so komplex, aber hat mir definitiv hier geholfen, dass ich das Ding wieder funktionsfähig hier habe. Der entstört Zwischenstecker von Berka, da scheiden sich immer noch die Geister, ob sinnvoll oder nicht ist. Es hieß dann irgendwie, dass das ableiten soll von so kurzen Schaltdingern. Möglich, dass es funktioniert hat. Ich werde da jetzt nicht weiter reingehen. Ich bin immer noch der Meinung, sowas gehört abgestimmt und aufs Gerät. Shelly, wir hatten eine Serie dazu, gucken wir gleich. Batteriebetriebener Springbrunnen hat funktioniert. Bin mir jetzt nicht 100% sicher, ob er aktuell im Einsatz ist. Also aktuell ist er definitiv nicht im Einsatz, weil Frost. Aber ich meine, er ist wieder zusammengebaut worden und ist auch wieder dahin gekommen.
wo er am Schluss hin soll. Mal gucken, ob es hält. Ich glaube, ich habe tatsächlich noch einmal nachgemessen, weil es hieß, es funktioniert nicht. Habe nochmal nachgelötet, aber am Ende war es tatsächlich einfach ein bisschen Korrosion auf einer Batterie, die da das Problem war. Also funktioniert. Der Embrush, der mobile Mini-WLAN-Drucker, ja, den hatte ich mir geholt, um eingehende Post dann mit einem Stempel zu versehen. Ich muss sagen, bisher bin ich nur so mäßig begeistert davon. Hauptsächlich liegt es daran, dass, was war denn das Problem? Genau, das Problem ist, der Druckkopf trocknet mir immer wieder ein. Ich bin jetzt zuletzt hingegangen, da ist unten drin so eine Gummilippe um den Drucker rum, um den Druckkopf rum. Da gehe ich im Moment rein und mache ein bisschen Wasser immer rein oder irgendwas anderes davon. Das funktioniert relativ gut bisher, aber 100% überzeugen kann er mich nicht und für den Preis würde ich ihn wahrscheinlich nicht nochmal holen. Ich habe aber auch immer noch keine Lösung, wie ich es sinnvoll mache, von daher... Ich will halt nicht irgendwie 50 Stempel da benutzen. Na, gut. Im Moment ist er auf jeden Fall noch im Einsatz. Ist manchmal ein bisschen nervig, das Ding wieder zu benutzen, aber ne, funktioniert. TAN-Generator, wirklich defekt. Ich hatte, glaube ich, auseinandergebaut und wieder zusammengemacht. Oder was war da? Muss mal überlegen. Ah, ja, ja, genau, okay. Ich habe die Kontakte von den Schaltern sauber gemacht. Funktioniert einwandfrei, benutze ich ab und zu. Ich habe nicht mehr so viele Banken, die einsetzen, leider. Aber ich denke, da hatte ich im Video schon alles dazu gesagt, weil die Smartphone-Apps sind halt sicherheitstechnisch nicht unbedingt die beste Idee. Und insbesondere, wenn die Banken dann anfangen, wir machen jetzt Sicherheit dadurch, dass wir geroutete Handys sperren. Sorry, Leute. Macht einen offenen Standard, der die Sicherheit sollte im Schlüssel liegen und nicht im Algorithmus. Also, wenn ich meinen TAN-Generator hacken will, dann hacke ich einen TAN-Generator. Na gut, das Fotolicht oder die Fotolichter, besser als erwartet, steht ja schon da, funktionieren besser als erwartet. Ich habe sie mit den LiFePO 4 Akkus im Einsatz. Akkulaufzeit könnte ein bisschen höher sein, aber es reicht für die meisten Aufnahmen. Und wenn nicht, hey, das sind halt quasi AA-Zellen, die lassen sich halt extrem einfach tauschen. Und so. Bisher funktioniert der Kram und kann mich da auch nicht beschweren. Hat auf jeden Fall mir in einigen Situationen schon mal geholfen. Die Mikrocontroller-Taktquellen, Quarzresonator, RC-Oszillator, war ja ein theoretisches Video. Hauptsächlich hatte ich es gemacht, weil ich hier eine Platine habe. Komm, machen wir mal einen Sneak Peek. Komm, kriege ich die hier raus, ohne dass ich mir irgendwas abreiße? Na komm, ja. Das hier ist eine Platine, die ich jetzt designt habe. Greift der Greenscreener, es geht noch. Und hier ist im Prinzip ein STM32 drauf. Das ist, glaube ich, der F103, den ich hier verbaut habe. Und ja, den habe ich halt komplett ohne Quarz, wie man es eventuell erahnen kann. Und ja, dafür habe ich halt mir das Ganze angeguckt. Deswegen war halt auch so ein bisschen STM32 da im Fokus. Ich habe mir hier für den tatsächlich ein eigenes Arduino-Gedönse da gebastelt, wo ich dann Arduino nutzen kann, trotzdem 103er. Ja, das hier, das ist auch so ein Projekt, wo ich irgendwie lange mal gucken müsste. Es ist im Prinzip einfach was für Akkus zu verwalten. Ja, sind ein paar Bugs drin. Hauptbug war, ich habe hier eine Programmierschnittstelle drauf. Ihr seht eventuell, hier geht es ab zum ST-Link. Die ist aber von der Beschaltung her genau irgendwie andersrum wie der, wie heißt der, Blue Pill. Wie diese Blue Pill Boards. Und das ist natürlich dann ein bisschen uncool. Insbesondere das Ding hier hat keine Polarität. Das heißt, es ist sehr einfach, das Ding rückwärts einzusetzen. Deswegen, man sieht es eventuell, hier ist, man sieht es nicht, der Greenscreen holt es weg. Es ist auf jeden Fall sehr viel Flussmittel da unten dran. Und ja, ich habe die CPU eventuell so 2-3 Mal gegrillt. Glücklicherweise war das, bevor die STM32 so teuer wurden. Und ja, aktuell... STM32-Projekte tun mir halt immer so ein bisschen weh. Ich weiß, ich glaube, inzwischen ist es wieder runtergegangen, aber zeitweise war halt mal so ein STM, der sonst irgendwie 1 Euro, 2 Euro gekostet hat, irgendwo bei ja, 20, 30 Euro bis teilweise hoch zu irgendwie 100 Euro. Einfach, weil es so viele Lieferengpässe gab und
Naja, gut. Takt hat auf jeden Fall funktioniert. Also, ja, ich hoffe einfach, dass ich da mal weiterkomme und die Bugs rausbekomme. Aber auch da, ich habe halt nicht so wirklich den Druck dahinter. Im Moment brauche ich kein BMS. Quick and Dirty LED-Dimmer. Ja, für Weihnachten war das gedacht oder ist es gedacht. Ich hatte einen diesen 230 Volt LED-Streifen einfach mit DC befeuert, mit dieser kleinen Platine, Netzteilplatine, und habe dann einen Transistor dazwischen gemacht mit einem ESP, um das Ding dann ansteuern zu können. Hat funktioniert. Hat auch lange funktioniert. Ich habe es auch mit meinem Home Assistant integriert und so, sodass, wenn die Sonne untergeht, automatisch dann die Lampen draußen so angehen und faden. Hat über Weihnachten funktioniert, aber genau an Weihnachten ist es dann kaputt gegangen. Aktuell stecke ich wieder per Hand oder schalte hier per Hand halt ein und aus an dem Ding. Ich habe es mir noch nicht weiter angeguckt, habe noch nicht gemessen, aber es sieht so aus, dass der Transistor, den ich benutzt habe, tatsächlich durch ist. Vermutung meinerseits wäre jetzt, dass es könnten zwei Sachen sein, wenn es der wirklich ist. Die eine könnte sein, dass ich im linearen Bereich gelandet bin. Also, dass der wirklich dann Teil in Hitze umgesetzt hat von dem LED-Streifen. Ich hatte eigentlich mit der Wärmebildkamera drauf geguckt, um zu gucken, dass da nichts warm wird. Allerdings kann es natürlich sein, ich hatte halt das Ding irgendwie, was weiß ich, eine halbe Stunde oder so laufen lassen. Wenn das Ding automatisch angeht und ausgeht, da läuft es halt ein paar Stündchen länger und ja, eventuell darüber. Oder das Zweite, was sein könnte, dass irgendwie durch die lange Strecke da dieser LED-Streifen kapazitiv, induktiv da irgendwas zurückgeschmissen hat und das da Dinge kaputt gemacht hat. Naja, ich werde es mir wahrscheinlich wieder flott machen, werde einen anderen Transistor benutzen, eventuell ein bisschen Schutzbauteile noch mit dazu machen, der Hoffnung, dass das dann hilft. Ja, die Idee war gut, leider hat es nicht durchgehalten. Jetzt die letzten paar Tage, die werde ich es wahrscheinlich dann einfach hier so lassen und ja, an- und ausschalten per digital, per WLAN wäre halt cool. Deswegen wird es wahrscheinlich repariert, aber müsste ich mir wie gesagt weiter erstmal angucken, was denn die Ursache ist. Der Konga 4090 Saugroboter. Guter Punkt, den wollte ich eigentlich noch starten, dass der da hinten mal ein bisschen reinigt. Also ich habe ihn tatsächlich noch im Einsatz, habe mich inzwischen auch mal ein bisschen eingelesen in dieses Routing, Custom Firmware und so. Ist ein bisschen problematisch, weil die alle in Spanisch kommunizieren, aber man findet Sachen. Ich habe es selber noch nicht groß gemacht, ich habe mal ein Kabel dran gesteckt, mir eine Rootshell geholt und geguckt, was drauf ist. Aber ich habe noch nicht mit Custom Firmware rum experimentiert, die Original Firmware, sie ist immer noch ein bisschen wackelig. In den meisten Fällen funktioniert sie. Es ist natürlich, in Kommentaren hieß es ja auch schon, ein bisschen uncool, weil das Ding im Prinzip die Wohnung ja mappt und schickt das irgendwie an die Cloud. Das ist ein bisschen unschön. Ich habe da jetzt kein so großes Problem. Das Ding ist halt in einem Raum und wie der Raum aussieht, das kann man im Zweifelsfall meinen Videos entnehmen. Custom Firmware auf jeden Fall noch in der Pipeline. Saugleistung, also es könnte besser sein, aber im Zweifelsfall fährt er halt mal einen Tag öfter, das ist ja der Vorteil bei den Dingern, dann ist in den meisten Fällen sauber, was halt so ein bisschen ein Problem ist von dem, die Seitenbürsten habt ihr ja gesehen im Video, das heißt also so an den Seiten, manchmal braucht er 3-4 Gänge, bis das halbwegs sauber ist, sehr großes Problem von dem, aber auch von allen anderen, die ich bisher gesehen habe, Ecken mag das Ding gar nicht. Wenn ich da eine Ecke habe, dann sieht man wunderschön, dass dann, sagen wir mal, die Ecke ist. Und dann hat man da so einen Halbkreis, wo er gereinigt hat. Und in der Ecke selber ist einfach alles voll Dreck. Das heißt also, ja, das Ding kann einem leider nicht ersparen, dann nochmal selber die Hand anzulegen. Trotzdem funktioniert und für den Preis war es okay. DIY-Heizplatte. Ich muss mein Handy noch machen. Ich hatte es ja gerade erst gebaut. Es gab ein paar Kommentare in den im Video nach dem Motto, du kannst doch einfach auch deinen 3D-Drucker benutzen. Ja, kann ich. Ich weiß. Aber 3D-Drucker direkt zu benutzen, immer so ein bisschen problematisch. Zum einen, 3D-Drucker hat halt noch die Nozzle und das Ganze dran. Wenn man da irgendwie falsch steuert, drückt man im Zweifelsfall da die Nozzle ins Handy und zerstört da das Display. Möchte ich ungerne machen oder riskieren. Und das Zweite ist auch, ich gehe hier auf höhere Temperaturen. Und heutzutage haben ja viele 3D-Drucker irgendwelche Spezialmaterialien da drin.
Zum Beispiel ein magnetisches Bett findet man relativ häufig oder auch so Build-Tech-Oberflächen. Und die sind teilweise von der Temperatur, die man fahren darf, sehr eingeschränkt. Und wenn man da zu hoch geht, um dann Handy-Display zu lösen, muss man gucken, wie hoch ich gehen muss, könnte das sein, dass dadurch halt das, die Oberfläche beschädigt wird, was mir halt hier relativ wurscht ist, weil das Ding ist, um ein Handy zu zerlegen. Beim 3D-Drucker wäre es halt uncool, wenn danach das Filament nicht mehr hält. Aber wie gesagt, müsste ich noch machen. So, die Shelly-Serie, die hatten wir jetzt zuletzt. Was steckt drin und Innenleben und so weiter? Ich denke, da hatte ich sehr ausführlich gesagt. Zwei sind mir ja kaputt gegangen. Ich habe bis auf einen die jetzt soweit repariert. Sie funktionieren. Ich habe sie hier an meiner Werkbank im Einsatz, muss ich gestehen. Mal gucken, wie es so ist. Was noch offen war so ein bisschen, ich hatte bei dem einen, wo das Netzteil durchgebrannt ist, gesagt, dass ich nicht wüsste, woran es liegt. Da gab es ein paar gute Hinweise in den Kommentaren, dass eventuell da tatsächlich auch der N oder eine Schraubklemme das die Ursache sein könnte. Und das kann ich auch nachvollziehen, was da geschrieben wurde, weil dann hat man ja im Prinzip die ganze Zeit an, aus, an, aus, an, aus. Und ich meine, es gab, wenn ich richtig gesehen habe, im Netzteil einen Weg, wo das Ding kapazitiv koppelt. Und da hat man dann natürlich, wenn man die ganze Zeit so wirklich so hochfrequentes Überschlagen hat, hat man natürlich eine Menge Strom, die dadurch einkoppelt. Und ich könnte mir vorstellen, ja, okay, macht Sinn, dass das dann irgendwie den Chip gegrillt hat. Also wahrscheinlich dann auch wieder genau dieses Problem, was ich ja auch schon angesprochen habe, die Qualität von diesen Schraubklemmen und den Lötstellen und so weiter. Ein bisschen was an Schmuh dahinter, ein bisschen Kleber, könnte da schon einen weiten Weg gehen. Gut, wir sind oben. Ich glaube, ich habe noch ein Video. Habe ich noch ein Video veröffentlicht? Lasst mal gerade gucken. Nein, ich habe kein Video mehr veröffentlicht. Das hier ist jetzt das Video. Yay! Okay, das heißt, ich muss die anderen, die jetzt noch nicht öffentlich sind, nicht besprechen. Gut, das war so ein bisschen Rückblick mal auf die ganzen Projekte, die ich gemacht habe. Ihr seht, viel davon ist tatsächlich auch noch so halb wenigstens im Einsatz. Es existiert noch, wenn auch nicht so oft, aber manche Sachen wie halt der Testcam oder hier die Schieblehre oder der Akkuschrauber, das sind halt Sachen, die ich wirklich dann auch relativ häufig nutze. Also den Testcam, den nutze ich ja mindestens mal irgendwie, wenn ich jedes Mal hier aufnehme. Hoffentlich zumindest, ansonsten ist der Ton wieder schlecht. Ihr merkt sich aber, an der Testcam an ist und war nicht. Andere Sachen sind halt leider, mir brennt es halt noch unter den Nägeln, das mal wieder in Gang zu bringen, weil es halt sehr praktisch ist für Videokonferenzen. Aber es ist sowas von unglaublich schwierig, das irgendwie sinnvoll ans Laufen zu bekommen. Ich meine, man muss halt jetzt auch gucken, so ein bisschen, ich bin hier ein Bastler, ich sitze hier in meiner Werkstatt, ich baue mir Dinge zusammen. Ja, keine Frage, die Dinge funktionieren meistens recht gut, aber es ist immer noch ein sehr großer Unterschied zu einem kommerziellen Produkt, wo im Zweifelsfall ein ganzes Team dahinter sitzt, R&D-Abteilung, die da auch mal über längere Zeiten und nicht nur über, theoretisch halt eine Woche, ne? Ich bringe ja jede Woche quasi ein Video raus. Wenn man da länger sich dran setzen kann, kann man natürlich auch wesentlich mehr da machen. Aber ich muss sagen, trotzdem, es ist halt das, was mir Spaß macht. Ich mache gerne Dinge und gucke gerne in Dinge rein und ja, so ist halt Bitbastler entstanden und ich versuche es natürlich auch die ganze Zeit noch am Laufen zu halten. Also ich muss gestehen, es ist jetzt in letzter Zeit ein bisschen schwieriger geworden, einfach weil beruflich sich da Dinge ändern. Corona macht halt irgendwo halt, ne? Aber ich versuche es halt einfach durchzuziehen. Ist ein bisschen dann immer eine Abwägungssache. Klar, ich könnte natürlich auch sagen, gut, ich mache jetzt YouTube Vollzeit, nur es reicht, würde aktuell mit dem, was ich über YouTube und Co. kriege, nicht reichen, um ja meinen kompletten Lebensunterhalt zu verdienen. Ich könnte es natürlich deutlich steigern, wenn ich dann wirklich mal hingehe und so über meinen Schatten springe, sage ich mal. Ihr seht ja, ich habe relativ wenig Werbung. Also ich habe die YouTube-Werbung davor, aber ich habe sehr selten, dass ich mal irgendwie ein gesponsertes Produkt annehme oder wirklich ein Sponsoring hier zeige. Hat einfach den Hintergrund, dass mir ist das zu viel Stress, ehrlich gesagt, mit diesem Sponsoring. Weil wenn ich dann hingehe zu einer Firma und sage, okay, wir machen Sponsoring, so. Moment, habe ich denn dann? Naja, es kommt drauf an. Wenn es ein Produktsponsoring ist, wo die mir ein Produkt schicken und ich soll es zeigen, dann erwarten die natürlich auch, dass das in absehbarer Zeit gezeigt wird. Nur ich gucke halt im Zweifelsfall lieber in diese ganzen Produkte ein bisschen genauer rein, weil mich interessiert, wie funktioniert es.
Mal davon abgesehen, dass einige natürlich das sehr unschön finden, wahrscheinlich, wenn ich ihre Produkte öffne und verrate, wie sie funktionieren. Ne? Das wäre halt so eine Sache. Andererseits gäbe es natürlich dann auch so Sachen, ihr seht ja viele VPN-Anbieter oder so Platinenanbieter, die bei anderen Werbung machen. Ja, keine Frage, könnte ich machen. Muss ich im Prinzip nur eine Mail schicken, dann hätte ich wahrscheinlich das Sponsoring. Manche, die fragen auch ab und zu mal nach, hier, du hast dich nicht gemeldet, willst du nicht doch hier? Nur, ich sag mal so, warum? Wie gesagt, für mich ist das hier ein Hobby. Wenn ich so ein Sponsoring annehme, die erwarten halt auch ein bisschen im Gegenzug. Und ja, im Hintergrund, klar, ich könnte dann natürlich mehr Geld verdienen, aber das heißt dann auch mehr Papierkram und warum mir den Stress machen? Mal davon abgesehen, ich weiß, wie ich damit umgehe, wenn ich bei anderen so eine Werbung sehe. Das ist so eine Pfeiltaste nach vorne. Wo geht's denn weiter? Ich würde natürlich nie Plugins dafür nutzen, um sowas zu überspringen. Ne? So viel dazu. Wie gesagt, ihr habt ja jetzt eben schon gesehen, also ich habe hier definitiv noch Dinge in der Mache, aber das gerade so Platinen zu entwickeln, Schaltungen zu entwickeln oder sowas, das ist natürlich auch immer dann so ein Prozess, der dauert länger als eine Woche. Ne? Ich kann nicht jede Woche hingehen und eine neue Platine zeigen. Das funktioniert einfach nicht, wenn meine Zeit für Bitbus leider daraus besteht, irgendwie mich abends mal in Ruhe eine Stunde hinzusetzen. Aber es sind definitiv eine Menge Sachen unterwegs. Also wir können ja hier mal so ein bisschen spoilern. Also hier haben wir so schöne Platinen, ein paar habe ich auch schon zusammengebaut. Da kommt demnächst dann auch ein Video. Gehe ich auch mal so auf Dinge, die größer sind. Also das hier ist eine Spule. Ich habe da eventuell einfach nur auf die Werte geguckt und nicht beachtet, wie groß das Ding ist, bis ich dann die Platine designt habe. Also es kommen auf jeden Fall da, zumindest mal aus dem Bereich Stromversorgung demnächst noch ein paar Dinge. Mal gucken, ich hatte ja schon angesprochen, USB-Hub habe ich so, könnte man mal. Hab noch jede Menge Arduino-Sensoren, die ich mir angucken wollte. Joa. Das sind also halt so Sachen, die auf jeden Fall dann in diesem Jahr jetzt inzwischen, wenn das Video rauskommt, wahrscheinlich ein Thema werden. Und ja, dann mal gucken. An Arbeit mangelt es definitiv nicht. Wie gesagt, aktuell ist halt ein bisschen weniger Zeit als vorher. Beruflich ändern sich halt Dinge. Privat bin ich hier, habt ihr eben gehört, Räume am Neumachen. Das kostet natürlich auch Zeit. Dann kommen halt im Zweifelsfall da mal ein paar Videos da aus der Ecke. Ja, vorsichtig, mach wieder Heimwerken. Gut, genug dazu. Ihr seht, am Labern wird sich auch dieses Jahr nichts ändern. Und noch nachträglich frohes Neues euch allen. Hoffen wir, dass das Jahr ein bisschen besser wird. Dass wir mal ein bisschen Normalität wieder reinkriegen. Und ja, ihr habt ja gesehen, viele Sachen, die ich letztes Jahr gebastelt habe, die funktionieren noch. Und dann hoffen wir jetzt einfach mal, dass auch dieses Jahr sowohl die Sachen, die ich bastel, als auch eventuell das Jahr, das tut, was es soll.